So, willkommen zum nächsten Game und zwar High Jump. Wie der Name schon sagt. Wie der Name schon sagt, wird hier ordentlich was konsumiert und dann springen wir alle da runter. Genau, alle hoch. Ich mache einfach mal mit, als wäre ich ein Mitspieler. Und geht erstmal unten alle da, wo ich jetzt gerade stehe. Kommt erstmal zu mir. Mach einfach hier die Leiter weg, so lange. Okay. Kommen sie alle hoch? Ist eigentlich im Grunde relativ einfach. Ihr müsst von oben, von dem Sprungbrett, unten in den Brunnen rein, in der Mitte. Wer das nicht trifft, ist auch draußen aus dem Spiel. Das ist ein cooles Spiel. Und bitte. Auf die Leiter hoch. Ich fange an. Zombie möchte beginnen. Der Zimbelmann macht vor, aber ich bin nicht. Wo muss man landen im Brunnen? Am Rand oder in der Mitte? Nee, genau in der Mitte. Also hier so. Nee, da. Okay. Ja, hier so. Okay. Jetzt kommt der drehende Haifisch mit 360 Grad Umdrehung. Hui. Jawohl. Und er hat es geschafft. Der nächste. Geht doch. Also ihr könnt jetzt auch ruhig alle hochkommen, weil ihr seid ja nicht mehr so viele. Ich stelle schon mal meine Jukebox wieder hin und warte mit Musik auf die Gewinner. Heiko hat es auch geschafft. Hallo. Okay, hallo. Great Toby. Obwohl, ich will sehen. Und yes. Sehr gut. Ah. Ich will sehen, wie sie auf den Brunnen aufklatschen. Das wird voll lustig. Okay, der nächste kann, wenn er möchte. Dann sollen die anderen mal einen Schritt zurückgehen, genau. Seid ein bisschen fair. Genau, Friedhofsmusik. Okay, ich glaube, Bloodwork möchte der nächste sein, genau. Auf jeden Fall will er das unbedingt. Ja, einer muss springen. Also, ich fand es jetzt nicht schwer. Dann komm, Mario, du musst. Hui. Oh. Oh, sehr knapp. Aber wie er weggefetzt ist. Okay, Plorana LP, go. Oh, super knapp. Nein, das war wirklich super knapp. Ach, guck mal, Bloodwork. Ja, der nächste. Aber ich glaube, er schafft's. Doch nicht. Boah, keiner weit genug krass. Springt. Müsst, also, drei sind jetzt nicht weit genug gesprungen. Als Hinweis. Jetzt nur einer, du? Bis jetzt, ne? Ja, sauber, yes. Der zweite, sehr gut. Da, mein Tipp hat geholfen. Und Nils. Nils ist der letzte. Go. Oh, hui. Hui. Ja, nein. Doch, oh, doch, sehr gut. Er hat's geschafft. Hey. Und weiter geht's zum nächsten Game. Geil. Ja, jetzt sieht man endlich mal ein paar Spiele, ey. Ja. Auch wenn es jetzt schon sehr, sehr wenige sind. Vorhin das nächste Spiel ist für 20 Leute ausgelegt. Oh, hier liegt Fleisch. Mich wundert es eh, dass so viele bei dem Jump'n'Run runtergefallen sind. Ja, eigentlich, ne? Dann vielleicht die Aufregung. Müssen wir doch noch mal ein bisschen entschärfen für nächste Mal. Geht noch mal alle, mehr. Also jeder sucht also sich mal bitte eine Lücke aus. Das ist echt schon recht einfach. Man könnte halt höchstens den Block hier wegmachen, den ich da hingesetzt hatte, der ihn dann so leicht unterbricht. Nils sucht dir eine Lücke aus. Genau, passt auf. Ziel des Spiels ist eigentlich hinten das Glowstone und da müsst ihr rein. Und das ist alles zeitlich begrenzt. Und zwar ist hier rund um die Arena so eine Redstone-Leitung, die quasi zugeht. Und wenn die Tür dann irgendwann sich schließt, habt ihr verkackt. Aber es ist durchaus zu schaffen. Genau. Und ich habe das Spiel auch nochmal umgebaut, weil letztes Mal war es ein bisschen zu einfach. Ja. Stehen die Leute da drin? Was müssen die Leute machen? Ich habe nicht aufgepasst. Oh. Also die Leute, guck mal hinter dir. Zombie. Ich will mitspielen. Ich stelle mich da mit rein. Ach so. Ja, die Leute, die müssen halt hier in diese erleuchtete Tür. Siehst du die? Ja, da oben. Genau, da musst du hin in dem Zeitlimit. Okay. Und es ist nicht wie im letzten Mal, dass hinten an der Wand die Lianen hochführen. Also ihr müsst schon richtig suchen. Genau. Sondern das Spiel beginnt in wenigen Sekunden. Und was ist das Zeitlimit? Oh. Ich weiß gar nicht mehr, 2 Minuten oder sowas? Irgendwie sowas um den Dreh, ja. Weil oben sind auch die Redstone-Leitungen, die einmal rumgehen. Ja, cool. Bin hier mal gespannt, wie weit ich komme. Also ist auf jeden Fall zu schaffen, auch wenn ihr euch mal verlauft und sowas. Das ist machbar. Also es ist mal wieder ein motivationssteigerndes Spiel. Heiko macht auch mit sich gerade. Bin auch dabei. Wo ist die Tür da? Warte, ich mache immer ein paar Lianen weg, weil es ist ja ätzend hier. Okay, hä? Was? Kleiner Tipp, es ist in einer Art kleinen Höhle. Hm? Weil man sieht ja, da ist so ein Case drum mit dieser Leiter. Ach, da muss man rein. Ach, ja, aber der Eingang ist ja weiter unten. Ach, guck mal, einer Tobi hat schon gefunden.
Wie einfach. Ich dachte, man muss da irgendwie über die Bäume hochklettern. So, die Hälfte der Zeit ist rum und jetzt läuft die Zeit auch ein bisschen schneller. Jetzt müsst ihr Gas geben. Oh, für Zombie! Ah, doch, geht. Aha. Das wird eng. Jetzt sind wer ist noch draußen? Heiko, ne? Nee, ja. Einer rennt unten rum. Nee, und? Nur du. Ja, und die Tür ist zu. Ach, ne. Doch, die Tür ist zu. Sehr gut. Wer ist noch nicht denn da? Sind doch alle da, oder? Ich glaube schon, oder? Ja, klar. Ich glaube auch. Viel zu einfach. Das könnte die erste Aufgabe sein. Ja. Okay, ich muss das nochmal umbauen. Boah. Ich pack den Dschungel hoch. Genau, und das stammt dann runter. Boah, mal eben. Genau, mal eben umbauen. Und zum nächsten Spiel. Hier hätte deine Kraft bestimmt auch alles kaputt gemacht. Ja, alles. Bei den Bildern meinst du? Ja. Ted, du musst auf die Uhr gucken. Wieso auf die Uhr? Ich glaube, 2 Minuten haben wir jetzt mal letztes Mal gesagt, oder? Fürs Double Maze? Ja, genau. Weil ich mache jetzt gleich eine Stoppuhr an und dann. Genau, also ihr habt 2 Minuten Zeit, durchs Labyrinth zu kommen. Und wer ja, unterwegs stirbt oder nicht innerhalb der 2 Minuten durch ist, wird leider gebannt. Und so. Es werden gerade überall Hühner verteilt. Ja, das sind die Verwirrungshühner. Okay. Okay, ready? Ja, sag jo. Bescheid, Ted. Ja, dann 3, 2, 1. Läuft. Dann musst du einfach irgendwie durchfinden. Ja, genau. Okay. Das mache ich jeden Tag in Adventure Maps. Es gibt kein Adventure Map ohne Labyrinth. Das Gemeine ist aber, es ist ein Double Maze. Peter, du spielst gar keine Adventure Maps mehr, ne? Ja, ich habe gesagt, die sollen die ruhig mal schicken, aber im Moment habe ich keine mehr in Planung. Ich wollte die mal zwischendurch mal streuen, aber so direkt. Achso, es ist ein doppeltes Labyrinth. Aber ich muss auch zugeben, unten. Ich habe die letzten Maps auch ziemlich gehetzt gemacht, weil das war vor meinem 30-Tage-Urlaub. Mach. Das war sag, mal, sag mal Bescheid, dann zocke ich mit bei Adventure-Maps gerne. Achso, cool, ja. Weil ich habe ja auch gesagt, diese Leute sollen bis also für 1 und 2 Spieler schicken. Ja, ich habe einen Pfeil gefunden. Ja. Also letztes Mal waren die relativ schnell durch, die Leute. Ja, das stimmt. Zombie, das war wohl nicht der richtige Weg, ne? Nee. Wie viel, was sagt die Uhr, Ted? 1 Minute 20. Am Ende kommt keiner durch. Guck mal, einer ist wieder am Anfang, geil. Hallo, Ted. Hallo, Heiko. Oh, wer läuft denn da gerade her? Oh, da stand nicht drücken und ich hab gedrückt. Doch, jetzt ist einer auf einem sehr guten Weg, und zwar der Nils. Ah, ich bin draußen. Nils ist durch. Noch 15, ich auch. Noch 15 Sekunden. Ich bin am Eingang. Verdammt. Ich bin auch raus. Sollen wir nicht noch eine Minute zusätzlich geben, Peter? Ja, komm, mach. Das nächste Spiel ist sowieso so schwer. Mach ruhig. Wir machen dann nämlich nochmal Fans Balance. Unser Fans Balance Hardcore. Wo nur einzelne Pfosten sind. Mit Leitern an den Seiten, was eigentlich gar nicht geht, aber da schon. Ach, ist das hier das neue Spiel hier draußen, hat? Ja. Oh nein, es regnet. Ich hasse Regen, Alter. Oh, er ist auch draußen. Guck mal, der Manni. Heiko, kannst du Regen ausmachen? Ja. Sind alle da? Na, einer fehlt noch, der Great Tobi. Stimmt. Taumelt noch im oberen Labyrinth rum. Wie viel Zeit hat er noch? Noch 20 Sekunden. Okay. Great Tobi. Okay, Heiko Bunny, der kann es nicht mehr schaffen. Nein, doch, doch. Doch, folgt mir. Dann hier, komm, schnell. Da raus, da. Du hast es geschafft. Go. Lol. Na, hat er nee, nicht? Da hat er es nicht geschafft. Doch, er hat es geschafft. Doch. Nee, da kann man nicht lang, wo du bist. Das geht schon, guck. Ah, okay. Okay, nee, ist einfach auf mysteriöse Weise verschwunden. Hast du Glück gehabt. Lol, Mann. Da ist ja ein Wohltäter hier. Ja. Ja, die werden doch eh alle bei der nächsten Aufgabe verrecken. Okay, das nächste Spiel ist Enderport. Mir nach! Enderport. Das haben wir gerade noch eben schnell wenn gefrickelt. Leute dabei sind. So, warte, noch nicht da drauf springen. Ja, achso. Also quasi springt einer hier drauf,
bekommt dann 6 Enderperlen. Und ihr müsst quasi zu diesen Plattformen hüpfen. Ich kann jetzt keine werfen, weil ich im Game-Mode bin. Also ihr müsst erst auf diese Plattform, dann hier hoch, dann auf diese Eisplattform, dann da hinten, dann hier und zum Schluss hier auf diese andere und dann habt ihr das geschafft. Also ganz einfach eigentlich. Ganz einfach, okay. Und wer natürlich seinen Enderperlen verbraucht oder unterwegs stirbt, der hat natürlich verloren. Ganz einfach. Oh, da. Zombie ist verbrannt. Macht er extra, um den Druck zu erhöhen. Wie viel haben wir denn noch? Die 3? Ja, die 3. Okay, sehr gut. Eigentlich wären es 2, aber dank meiner großartigen lieben Hilfe. Ja, sehr gut. Ich bin zu schlecht. Au. Ihr könnt natürlich auch nach oben werfen, ne? Damit die Enderpearl dann von oben runterfällt. Genau, als könnte das einer abschätzen ohne Übung. Ja, voll krank, ey. Okay, Manni, los. Will der lachen, wenn einer den ersten Sprung macht? Oh, er hat, glaube ich, jetzt 12, oder? Ja. Wenn du 12 hast, 12 einfach die Hälfte weg. Hui. Cheater. So, jetzt. Okay, ich bin gespannt. Ich sehe schon, er zielt sehr genau gerade. Dann wirft er drüber. Oh. Oh, das war aber weit drüber. Das war aber sehr weit drüber. Oh, 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 oh. Oh, da kommt der Vollstrecker. Der Heiko. Pack. Warte mal. Oh. Ich aktiviere mal meinen Chat. Und dann? Dann kann ich Sachen eingeben. Warte mal, gibst du da ein? Schwein? Sorry. Ah, guck mal, er ist wieder oben. Nee. Er schafft's einfach nicht. Ich halte einfach alle auf, weil ich die ganze Zeit probieren will. Ah! So, guck mal, ich mach da mal eben hier. Jetzt gibt er an. Scheiße. Hilfe! Ich werde aber auch mal ausprobieren hier, ey. Wie schwer das so ist. Ich kenne das Spiel ja auch noch nicht. Warte. Nicht alle sterben. Nee, ich bin noch da. Ich muss doch mich teleportieren. Also ich bin auch reingefallen. Also ihr seht, es ist sehr sicher. Was hast du denn da für ein Spiel gebaut, Pillar? Ich mach das jetzt. Heiko war der Erfinder, der ursprüngliche. Da ist er, guck mal, drauf ist er. Erste Plattform hat er. Und man kann sich sogar heilen. Ja? Ja, auf diesen anderen Plattformen. Warum ist nur noch Nils da? Wo ist der andere Teilnehmer? Auch schon tot? Fuck. Ja, der ist schon tot. Ach, ist nur noch Nils da. Komm, Nils, komm, wir schaffen das. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Und Nils ist mit dir auf der Plattform. Siehste? Peter, hast du richtig gut gemacht. Oh, guck mal, Nils ist drüben. Ach, man muss das Schild treffen, oder was? Guck mal an, wo ich bin. Nils ist drüben, auf jeden Fall. Genau, guck dir die nächste Plattform mal an, genau, richtig. Weg. Oh. Danke. Sehr gut. Hat's geschafft. Oh. Krass. Okay, warte, ich geh schnell weg. Dann. Ich hab mich an deinem Arsch teleportiert, Peter. Aua. Okay. Der war steinhart, oder? Ja. Bin ich gleich zu Tode gestürzt. Aber nur, weil er so knöchern ist. Genau, jetzt auf das Eis, auf die kleine hier. Voll gemein, ey, voll gemein. Versuch ein bisschen über das Schild zu zielen. Aha. Noob. Geht der Feld. Ne, Noob ist schon draußen. Oh. Nicht so, das ist ein Zombie. Zum Glück. Ja. Wow, nee, das ist da. Krass. Oh, ich bin im falschen Game Mode. Sauber, Nils. Das sagt uns, dass das Spiel gar nicht so schwer ist. Hi. Also sehr gut. Auf jeden Fall machbar. Er benutzt den Baum. Den hat übrigens Heiko gebaut. Ein Schwammbaum. Ein Enderbaum. Peter, ich finde deine Position nicht sehr geil. Kannst du bitte über Land gehen? Sorry, ich sehe gerade. Ja. Ah, oh. Voll Schaden. Okay. Ah, er zielt ganz genau. So, bitte stirbt er. Ganz vorsichtig. Nein, er schafft das. Er schafft das schon. Warte, sind alle Blätter über der Plattform? Nee. Also wenn du ans Blatt wirst, fällst du runter. Da ist der Stamm, glaube ich, fast sicherer.
Ja, hier gibt es ja super Coaching gerade. Genau, er baut gerade noch an der Plattform rum. Ja, wir sind ja auch fair. Also das Spiel ist zwar schweineschwer, aber wir müssen ja auch gucken, so, ne? Ist halt eben, und wir können das ja nicht immer mit so vielen Leuten testen, ne? Und wenn wir testen, wäre es auch gemein. Das Blöde ist, wenn man selber das testet, dann macht man es meistens irgendwie anders, weil man ja genau weiß, wo alles steht. Wie der letzte Wurf einfach der einfachste Wurf ist. Nee. Nicht, wenn ich meine spontane Lava hier hab. Ach, guck mal, er krabbelt da hoch. Da ist eine Leiter drin? Ja, steckt im Baum. Ah. Woher wusste er es? Hat er gesehen, da war ein Gemälde dran am Baum. Ist ein... Nicht unbedingt unauffällig, wenn ein Gemälde auf dem Baum ist. Stimmt, daran könnte es liegen. Was ist denn, wenn man in die Lava trifft? Wird man in die Lava teleportiert oder geht die Enderperle nur kaputt? Man wird in die Lava teleportiert. In Lava. Okay, ja. Aber das... Ja, ich sag mal. Was, Cast ist reingegangen? Achso, Castcrafter. Du bist schuld, Heiko. Abmahnung. Wir bringen den jetzt bis in das letzte Spiel, ne? Darf er gegen sich selber kämpfen. Boah. Da, guck mal, hat er geschafft. Nee, der muss ja dann gegen dich kämpfen, Heiko. Ach so. Sehr gut. Oder gegen Zombie, also da. Ja, genau, da rein. Dann gehen wir weiter zum nächsten Game. Was? Hier ist eine Aussichtsplattform eigentlich nur, falls mal noch ein anderer das schafft. Sehr gut, Nils, komm mit. Jetzt muss das Coaching aber aufhören hier. Wir pushen ihn hier durch die ganze Castle. Wenn wir einen Screen machen. Ja, machen wir später. Sobald du gebannt bist, wenn du tot bist, dann machen wir einen Screen. Jetzt kommt das Spiel, wo selbst Gronkh verkackt hat. Lava Lane. Was? Wir teleportieren ihn immer einfach auf die einzelnen Pinöpel hier. Gronkh hat dann auf der Gamescom gezockt. Okay. Okay, ich muss jetzt hier rüber irgendwie. Ja genau. Bis hier ganz hinten. Das ist diese Minecraft, ne, was ihr alle spielt. Ja, genau. Okay, dann muss ich jetzt hier rüber. Ah! Ja, weil wir waren ja da auf der Bühne und der war vor uns dran. Dann bin ich halt kurz spontan runter und hab gefragt, ob er nicht auch mal zocken will. So, wartet, es geht um Nils, nicht um euch. Kommt hier hin. Wo ist er denn? Nils. Sollen wir eben hier den Screen machen? Komm, wir machen eben den Screen hier schnell. Komm. Schnell den Screen machen. Gebaut als das erste Jump'n'Run. Ja, aber es erhöht den psychologischen Druck, weißt du, wenn du eh schon nervös bist. Und dann Zombie, komm schnell, so Zombie, komm einmal schnell. Komm, Ted. Bevor er stirbt, das ist eine super Motivation. Okay, Screen fertig. Hä, so in ihm drin stehst du jetzt? Klar. Okay. Wir sind alle in ihm drin, quasi. Oh, falscher Knopf. Oh, das war der Selbstzerstörungsknopf der Burg. Warte, noch nicht los. Geh auf den goldenen Block, Nils. Und du darfst. Die Zeit läuft. Jetzt müsste diese Wer wird Millionär-Musik laufen. Ja. Oh, die Preis ist heiß Musik. Keine Zeitbegrenzung, aber heute. Dieses dim 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 dim. Das ist Jeopardy. Genau, das ist Jeopardy. Oh, der Arme, er muss sich konzentrieren. Mit dem 150 Euro, überleg dir das nochmal genau, wie du springst. Ist machbar? Ich glaube, ich muss ihn auch runterschubsen in die Lava. Ja, er macht Zeitspiel, ne? Nein. Einfach nur, nein. Würde ich jetzt eh nicht mehr machen. Nee, das wäre auch gemein. Du schreibst ja auch nicht Tittenbonus. Eben. Oder haust Fackeln kaputt. Oder machst beides so gleichzeitig. Ich werde brennen. Da fällt mir Manuel ein mit einem Spruch, aber den sag ich jetzt nicht. Ja, mir auch. Ich kann es mir schon vorstellen. Okay, Nils, der Block ändert sich nicht. Und die Lava fließt auch nicht ab, wenn du darauf wartest. Die erstarrt auch nicht. Also. Doch, wenn er lang genug wartet, so ein paar Jahrzehnte. Nee, das ist auf einem aktiven Vulkan, dieser Raum hier. Oh, krass. Selbst ein Vulkan erlischt mal irgendwann. Ja, dauert aber halt das nur. Ist tausende von Jahren. Also. Ja, Millionen. Das ist keine Zeitbegrenzung, ne? Ja, okay. Stell dir mal vor, das lässt sich wirklich einer einfach so 10 Minuten. Genau, Zeit weiter als hier kam keiner. Du auch nicht.
Oh, jetzt brennt. Oh. Ja. Schade, aber sehr weit gekommen. Auch wenn ein bisschen mit Coaching, wenn das manche unfair finden. Aber wir müssen natürlich auch erstmal gucken, wie die Spiele gehen. Und ihr wollt ja mit Sicherheit auch die Spiele sehen, mal alle, ne? Genau, obwohl ihr werdet nicht alle sehen, weil hier ist jetzt Ende. Eben. Oh, ich bin gebrannt. Ich bin gebrannt. Aber wie weit ging es beim ersten Mal? Auch bis hierhin? Bis hier. Allerdings war da ein Spiel übersprungen. Also dieses Ender-Dings war nicht drin. Achso. Der Enderperlen. Weil hier ist noch ein Frage-Antwort-Spiel drin, was leider immer noch nicht funktioniert. Da haben wir halt dieses Ender. Das schaffen wir aber schon noch. Ja, ich denke auch. Mich jetzt. Ich weiß jetzt, was als nächstes kommt. Nein! Das ist alles in meiner Aufnahme. Ich laufe gerade einen Turm hoch. Das wie viel Spiel war das denn jetzt? Fünfte? Der Thronraum. Haha, aber ich zeige euch nicht, was da drin ist. Vierte oder fünfte, ne? Ja, irgendwie sowas. Okay, na gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle danke, dass alle mitgemacht haben. Eine neue Runde gibt's natürlich schon. Danke auch an Zombie. Danke, ja, dass ich hier existent sein durfte und einen Spieler runterschlagen durfte. Ja, bitteschön. Und ansonsten bis zur nächsten Show von Devitors Castle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.